Herzlich willkommen hier zur zweiten Folge in Thüringen. Ich werde jetzt auf Feld Nummer 47 fahren und 42. Beide Felder werde ich jetzt umbogeln von Raps auf Richtung Soja, weil Raps hat bis jetzt nicht gekeimt und nach meiner Ansicht wird es auch nicht keimen. Ich habe es im Herbst einfach zu spät ausgepflanzt. Das heißt also, Pustekuchen wird nichts. Also retten wir, was wir retten können. Wir knallen da einfach jetzt Mais oder Soja rauf. Ich glaube eher Mais. Wir machen die Soja hier vorne, das ist immer egal. Wir könnten auch jetzt Soja machen. Ein Traktor, ein Feld. Dann machen wir gleich mal umstellen auf Soja. Für Raps war das zu spät, laut Ziels hätte ich hier einen Tag früher aussehen müssen. So. Nun ist aber nicht passiert, so, ich habe es nicht getan. Jetzt mache ich da halt, was wir mal aussehen können, ist jetzt Soja und Mais. Und ich habe mir jetzt mal für Soja entschieden. Seitdem ich komme da an und plötzlich sehe ich da Raps wachsen, wo das auch ziemlich spät ist. Wir haben jetzt später Frühling müsste der Raps normalerweise voll in die Blüte sein. Auf gut Deutsch, kurz vor Blüteende, mehr oder weniger. Also hier in Österreich ist das so, Ende April ist das fast schon verblüht. Bei mir zu Hause im Norden ist es natürlich ein bisschen anders, dann später. Aber wie gesagt, das ist regional verschieden, aber es sollte zumindest jetzt schon geblüht haben. Ne? In Thüringen auch bleibt ein bisschen später vom Klima her, da es ein bisschen höher gelegen ist teilweise und ein bisschen nördlicher als Österreich, aber ich sag mal so, es hätte zumindest schon zu blühen beginnen müssen. Ne? Also später Frühling ist ja im Prinzip schon mehr oder weniger Mai. Und da ist die Geschichte mit dem Blühen fast durch und hier links sehe ich nichts wachsen und das heißt für mich Deutsch, ja, das macht nichts. Also, rennen mit dem Soja, ist immer so, ne? Wir werden das auch machen. Das bringt ja nichts, ist überhaupt nicht zu sehen. Oder nicht mal einen grünen Schimmer. Wir mal ein Fahrzeug nehmen. Feldmodus, Kursgenerierung. Nummer 47. Fahrgewinde machen wir 2. Wir probieren mal mit 7%, wie es aussieht. Ecken vor allen Dingen. Kursgeneration, also ein Fahrzeug. Und machen wir mal, ne? Ich sag mal lieber. Und er hat mir gar nichts, ne? So. Ersten Wegpunkt und einstellen. Mal sehen, wie schnell er fährt. Soll ja eigentlich normalerweise nur 18 km/h fahren. Und oh, macht 18 km/h. Hat also geholfen, dass ich im Prinzip den ganzen Mod. Na, hier in Thüringen hatte ich den nicht drauf gehabt, das stimmt. Ich habe den ja komplett runter gehabt und ich dachte, ja, machst du nur Standardfrüchte, da reicht ja einmal aus. Und hier sollen ja später auch nachher mehr Früchte raufkommen. Klee und Gras und Vermehrungsgras. Und da brauchst du eine Universal-Seemaschine. Das heißt, das läuft. Gedüngt ist ja eigentlich ganz gut. So 100%. Hier können wir mal mit dem durchdrehenden Reifen. Also wie gesagt, das hat befürchtet. So. Ich will auch nicht in den Kurs reinreden, wie schiebt es mal weiter weg. So. Baum, ne? Geahnt.
Zumindest sprüht er denn zurzeit nicht. Den Umweg vorwärts fahren, ne? Rückwärts mal nicht. So, ist er fertig gewesen? Mal gucken. Naja, hier in der Mitte ist noch was. Da wird er noch in der Mitte was zu machen haben. Mal gucken, wo er ungefähr weitermachen müsste. Ne? Erste Runde sicherlich gefahren. Jetzt nur die zweite fahren. Bisschen schwierig, aber gut. Bei Düngerung kannst du es ja sehen, aber bei Unkraut, wenn nichts steht, ist schwierig. So, wir haben wieder mal Regen, ne? Wo es eigentlich ganz gut ist. Ich dachte schon, wir kriegen Dürre. Gut, das läuft wieder. Eingreifen. Gut, die Bäume sind natürlich. Habe ich einen freien Traktor? In dem Fall nicht mehr, weil ja die Karte. Das wird knapp, du. Oh, ich habe noch kein Mais ausgepflanzt. Ne? Weg schon Eis, Mais. Hier fahren wir den Mist weg. Der andere LKW ist ja über ein Händler, um die Holzbalken aufzusammeln. Falls dann welche kommen. Und wir fahren mal Mist weg, damit wir hier ein bisschen Platz schaffen. Müssen wir sehen, mit Tieren her Dünger und Wasser Futter und Wasser geben. Dünger ist gut, ne? Ja. Und zumindest ein Wasser. Erstmal. Und dann gehen wir weiter. Genau. Ja, das ist Folge Rund 3 heute. Ja. Hätte schon 5 haben können. Wenn der Ton nicht. Ja, vergriffen wäre, ne? Mikrofon weit weg und schon hört man mich so schlecht. Zu leise. Schlecht. So, 5. Muss ja bald Dings hier voll sein. Kann nicht sehen. Gehen wir gleich mal eine höhere Geschwindigkeit. Den Trigger werde ich erwischt. Ich meine, Gott sei Dank können wir sagen, wir können das von vor der Nase abkippen. Ne? Stell dir vor, wir müssen noch reinfaufeln. Da wäre noch eine andere Lösung. Ob das funktioniert, weiß ich nicht, aber wie gesagt, es gibt auch noch andere. Wir müssen auf 30 laufen lassen, damit wir das Gras verarbeiten können. Ne? Das ist ja das Problem. Dass die Fabrik zu langsam arbeitet. Wollen wir in Zukunft 2 haben.
wenn wir viel Gras haben, ne? Mais machen wir Körnermais, das ist leichter, als wenn wir jetzt hier oben Audreif eigentlich besser laufen sollte, ne? Aber mal sehen, wenn es weit ist. So. So, mal ein bisschen auffüllen. Den wir starten. Jetzt ist es ziemlich voll, ne? So, haben wir noch Kälber? Bestimmt. Wir machen mal Wasser. Ja, wir haben Kälber, glaube ich. Sind nicht ganz schön alle geworden. So. Obwohl Regen fällt, ne, müssen Wasser geben, ne? Gut. Aber wir haben noch ein Fahrzeug mit für die Aussaat. Das da mal liegen Holz immer. Dafür haben wir keine Zeit. Genau für die 41. Das ist das Verkehrte. Da. So ja. Nicht ganz so wie ich geplant hatte, aber gut. Raps will nicht. Kommt Gegenverkehr. Kann passieren. Muss man aufpassen. Dann nur noch 30 wieder, ne? 30. Ja. Muss man eine Weile so laufen lassen. Wo wir eigentlich die Aussaat nicht gerne machen mit 30. Also gleich mal runterstellen, über dieser Kurve rausbilden. Auch nochmal 5. So. Viel Gras liegt ja nicht mehr, ne? Hoffe jedenfalls. Ist schwer gewachsen, aber das macht nichts. Wir werden da sowieso unterflügen, Anführungszeichen. Der erste ist fertig. Gut. Dann können wir gleich nochmal auffüllen lassen. Das machen wir sofort. Das Auffüllen dauert immer lange. Deswegen werden wir mal ganz kurz unterbrechen. Bist du? Da. Hab ihn gefunden. Genau gereicht. Lassen und zurückfahren. Da muss ich mir auch noch überlegen, wie das am besten hinkriege mit auffüllen. Das geht ja auch Autodreif, dass wir so eine Aufgabe delegieren können. Ne? Ja, da steht schon Mais. Ne? Ich fange gerade an. Mais oder Soja, mal sehen. Was ich aktuell aussehe. Ich glaube, das war Soja gewesen. Das andere war ja 47, wäre ein extra Feld für sich, das ist hinterfragisch. Den Kurs können wir mal löschen. Dann machen wir die Innensicht und dann geht es innen drin besser. Ne? Einige Traktoren ist innen drin wirklich hübsch zu sehen. So wie jetzt hier kann man sagen, okay, das ist bestes zum Fahren. Ne? Man kann auch die Straße gut erkennen. Die engen Kurven kann man gut meistern. Den brauchen dringend Unkraut muss nicht sein, also das doch den Ertrag ein bisschen einschränken, ne? Hier kommt kein Gegenverkehr, noch nicht. Und hier fließt der Verkehr höchstens mit.
Hätte eher gucken müssen, wenn er kommt. Spiegel sehe ich keinen. Ich steuere das Bild ja mit meinen Augen. Ist ja ein bisschen anders wie jetzt mit der Maus. Ich habe beide Hände jetzt am Lenkrad, ne? Weil mit der Maus geht es auch, ne? Also wenn ich rüberschaue zu meinem Kontrollbildschirm, ist es in dem Fall ungünstig. Aber gut, man kann es dann, gewöhnen, ne? Ja, hier ist das schon gewachsen. Also das hat gestern noch gekeimt und heute gewachsen und man ratzt es nicht über. Wie gesagt, es wird nicht kommen, weil ich zu spät ausgepflanzt habe. Also umwerfen auf Soja und, auf Mais, was man noch wachsen, noch anpflanzen können, ne? Auch 47 ist schon bei und pflanzt neu ein. Eigentlich schade, aber was soll's. Ist nichts zu ändern. Ist halt so. Ja. Angekommen. Ups. Sieh. Mal ein bisschen dichter ran, können wir noch fahren. Und dann können wir gleich mal rübergehen auf einen anderen Fahrzeug wieder, ne? Um da weiterzumachen. Der arbeitet noch fleißig und bald fertig. Die sind bei der Hälfte. So, da rein. Ja, sobald die auf 41 und 47 fertig sind, dann geht es rüber auf die 38. Das heißt, spätestens morgen. Erste Runde fertig. Ja, eine auch lange. Ist halt so, ne? Gut. Dann mal gleich Berechnung machen. Kursgenerierung für 42. Vorwende 2. 7% lassen wir. Und lassen wir rechnen, ne? Zuschauer, das soll es auch für heute gewesen sein. Sag mal schönen Dank fürs Reinschauen. Dann sag mal tschüss und ciao, ciao. Tja, morgen geht's weiter. Hier in Thüringen. Und wieder aushalten mit Sojabohnen. Tschüss.